Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CDU fordert in ihrem Antrag eine Bundesratsinitiative, um das Arbeitsrecht so zu ändern, dass Beschäftigte auch am Sonntag in der Bibliothek eingesetzt werden können. Um es vorwegzunehmen, wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Einerseits, weil es ein eindeutiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2014 zu diesem Punkt gibt und andererseits, weil es sich hier um einen komplexen Abwägungsprozess von verschiedenen Interessen handelt und wir zu dem Ergebnis kommen, der CDU dazu widersprechen. Trotzdem gibt es verschiedene Sichtweisen auf dieses Thema, die ich erläutern möchte, denn die kulturfachliche Perspektive und die arbeitsrechtliche Perspektive unterscheiden sich hier deutlich. Als Kulturpolitikerin sehe ich selbstverständlich Vorteile für die Bremerinnen und Bremer. Wer in der letzten Zeit eine der Stadtbibliotheken aufgesucht hat, der weiß, dass sich das Bild der Stadtbibliothek deutlich verändert hat. Ich finde, das Argument, ein Buch könnte man sich auch wochentags ausleihen und am Sonntag lesen, deshalb bleibt die Bibliothek am Sonntag zu, hat an seiner Stichhaltigkeit deutlich eingebüßt, denn die Bibliothek ist vielmehr ein Raum zum Verweilen geworden und wo man gemeinsam Familienzeit verbringen kann, wo Märchen vorgetragen werden oder wo es beispielsweise auch einen Kaffeebereich gibt, der insbesondere von Geflüchteten und ihren Paten genutzt wird, um sich zu treffen und eben ohne den Konsumdruck, den es in Cafés gibt, einen Ort des Austausches zu finden. Das heißt, die Bibliothek hat sich als einen lebendigen Ort des Zusammenkommens verwandelt, der zum Bleiben einlädt und der insbesondere Familien ermöglicht, das Abenteuerlesen gemeinsam zu entdecken. Die Bibliothek ist einer der wenigen Orte in der Stadt, den man gut auch im Winter nutzen kann, ohne das entsprechende Kleingeld mitzubringen. So schön das Ganze klingt, Herr Buhlert, das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, die arbeitsrechtliche Perspektive, zeigt, zu welchem Preis eine Sonntagsöffnungszeit realisiert werden müsste. Und das ginge bisher nur auf Kosten der Beschäftigten. Da die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek schon am Samstag arbeiten, würden sie das Recht auf ein freies Wochenende komplett verlieren, die Arbeitszeiten würden stärker flexibilisiert und die Beschäftigten hätten es noch schwieriger als bisher, gemeinsame Zeit für Erholung zu finden. Liebe Kollegin, es gibt emotionalere Themen. Auch wenn bei dem Pilotprojekt in der Stadtbibliothek auf die Freiwilligkeit der Beschäftigten gesetzt wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wissen wir alle, dass aus der Freiwilligkeit schnell eine Pflicht werden kann. Und auch wenn die Öffnungszeit im Modellprojekt auf 4 Stunden am Nachmittag angelegt hat, wissen wir auch, dass sich auch Öffnungszeiten schnell ausweiten können und dass die Gefahr besteht, dass in kurzer Zeit der Sonntag ein ganz normaler Arbeitstag in der Stadtbibliothek wird und das sehen wir als Linke kritisch. Wir finden, bei der Frage der Sonntagsöffnungszeit darf man nicht auf einem Auge blind sein. Ja, es gibt gute Gründe für die Sonntagsöffnungszeiten, aber man muss auch die Bedenken der Beschäftigten ernst nehmen und die Bedenken sind ziemlich eindeutig. 86% aller Beschäftigten sprechen sich gegen die Arbeit am Sonntag aus, trotz Freiwilligkeit, trotz der Wahl zwischen Freizeit oder finanziellem Ausgleich. Die Beschäftigten, die in der Stadtbibliothek arbeiten, das ist die Grundgesamtheit, von der ich die 86% ableite, können Sie auch nachlesen. Wir stehen also vor dem Dilemma, dass es einerseits einen Bedarf an mehr unkommerziellen Räumen des Austausches und der Bildung gibt, auch am Sonntag. Und andererseits gibt es das berechtigte Interesse der weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeiten, einen Riegel vorzuschieben. Für uns ist klar, wenn es irgendwann einmal eine gute Lösung für die Sonntagsöffnungszeiten in Bibliotheken geben würde, dann ginge das nur mit den Beschäftigten und nicht gegen sie. Und klar ist auch, dass die Ausweitung des Arbeitszeitgesetzes bei Bibliotheken zumindest die Gefahr birgt, dass auch an anderer, an kommerzieller Stelle die Arbeitszeiten für den Sonntag ausgeweitet werden. Und das tragen wir auf keinen Fall mit.
Abschließend möchte ich noch auf einen anderen Aspekt zur Bibliothek eingehen. Wir finden, es ist absolut notwendig, dass man die Zugangshürden zur Nutzung der Stadtbibliothek deutlich abbaut. Und als Stichwort möchte ich hier nennen, dass man darüber nachdenken sollte, inwieweit man beispielsweise die Haltestellen des Bibliotheksbusses ausbaut, damit mehr Haltestellen in Bremen entstehen und auch die Menschen erreicht werden, die derzeit auf eine Zweigstelle in ihrer Nähe verzichten müssen. Wir finden, dass solche Angebote wie der Bibliotheksbus ausgebaut werden müsste und dass hier die Bibliothek die Rückendeckung des Parlaments braucht. Sich solchen Fragen zu stellen, halten wir derzeit für sinnvoller, als einen erneuten Vorstoß in Sachen Sonntagsöffnungszeiten zu unterstützen, der jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist. Wir lehnen den Antrag der CDU deshalb ab.